Gleich nach der Werbung. Sonne, klirrende Kälte und voller Einsatz am Tag der Entscheidungen. Der Kampf um die goldene Schneeschaufel beim DEB Pondhockey Cup. Da ist das Ding! DEB Pondhockey Cup auf dem Rissersee. Heute ist das Wetter fantastisch, alles besser wie letztes Jahr, es macht einfach wahnsinnig viel Spaß und alle sind begeistert und wir kriegen viel Zuspruch und haben Ansporn, nächstes Jahr wieder hier zu sein. Da geht das Herz auf, das ist ja klar, weil jeder hat einen Spaß und es ist eine super Stimmung und einfach traumhaft und bei der Kulisse, bei den Bedingungen, so viele Mannschaften da, da macht es wirklich einen Riesenspaß. Alles läuft wie am Schnürchen gezogen, der Zeitplan wird eingehalten. Die Vor- und Zwischenrunden sind abgespult. Gut 200 Duelle wurden bei den Amateuren und Profis ausgefochten. Ein wildes Getümmel mit über 500 Spielern. Mehr geht nicht. Wir sind jetzt schon kapazitätstechnisch an der Grenze, das sieht man auch. Die Eisbereitung muss permanent gemacht werden, da steckt ein unglaublicher Aufwand dahinter. Und ich glaube, dass die Anzahl der Mannschaften, die wir heuer haben, das ist also extrem grenzwertig. Also mehr dürfen es dann nicht mehr sein. Das Eis hielt der enormen Belastung stand. Eingebrochen ist niemand. Und auch bei den Aktiven gab es nur leichte Blessuren nach manch hartem Kampf. Professionell wurde der sibirischen Kälte getrotzt. Und so gab es am Ende durch die Bank nur Gewinner. Wir spielen gerne Eishockey, was für uns keine Frage, dass wir natürlich auch hierher kommen. Ne? Wie gerade durfte ich mal gegen den Franz Heindl spielen, ja? Das ist natürlich ein Highlight. Ja? Und ein Tor habe ich auch noch geschossen gegen die Truppe, das war schon super. Gell? Wenn man sich umschaut, einfach die Stimmung, viele Leute haben lustige Sachen an, sind alle gut drauf. Das ist die Stimmung, das macht's aus. Bei so einem hochklassig besetzten Turnier darf man da natürlich nicht fehlen. Und eigentlich haben wir uns auch vorgenommen zu gewinnen, aber ich glaube, das sieht langsam eher schlecht aus. Bei den Amateuren scheiterten die Vorjahressieger, die Ullstadt Chiefs, diesmal im Halbfinale gegen ein Team mit Ex-Profis. Nach einem zweistelligen Sieg gegen die Reindls stand am Ende Platz 3. Heuer war das Eis auf jeden Fall besser wie letztes Jahr. Hat man schon gemerkt, es war wesentlich schneller. Sau anstrengend, sieht man vielleicht ein bisschen wie Schwitz, obwohl es so saukalt ist. Und gegen die Profis war es echt hart heute, aber das Spiel hat echt Spaß gemacht. Und jetzt hat der Beste mal gewinnen. Zu den Besten gehörten die Eisbären aus Berlin. Durch die Bank weg, Ex-Bundesliga und DEL-Akteure um den ehemaligen Superstar Peter John Lee. Der Einzug ins Finale der Profis war fast schon programmiert, aber gegen harte Konkurrenz wurde das Ganze nicht zum Selbstläufer. Ja, jetzt ist es ein langer Tag. Ich habe schon Zeit in der Früh um 10 Uhr meine Schlittschuhe an. Jetzt bin ich froh, wenn es rum ist. Aber wer sich bis ins Finale durchbeißt, der will am Ende natürlich gewinnen. Das gilt auch für die Geronimo-Stars aus Starnberg. Dort gibt es zwar kein Eisstadion, die Ex-Profis tingeln aber trotzdem seit 24 Jahren rund um die Welt, um Eishockey zu spielen. Gegen die Eisbären gelang den Mannen um Teamchef Markus Nirschl die 1:0-Führung. Und die wurde mit viel Glück und Geschick lange gehalten. Steffen Ziesche gelang dann doch noch kurz vor Schluss der Ausgleichstreffer für die Eisbären. Eine Verlängerung musste her, die sollte maximal 3 Minuten lang sein. Die Spieler entschieden sich kurzerhand, dass der nächste Treffer entscheiden würde, also Sudden Death. Und der kam bereits nach 6 Sekunden. Sieger bei den Profis beim 2. DEB Pondhockey Cup 2012, die Geronimo Stars aus Starnberg. Die Eisbären zeigten sich als faire Verlierer. Ich glaube, war Mords Gaudi für alle, hat riesen Spaß gemacht und wir würden gerne wiederkommen. Die Amateure stehen beim Pondhockey Cup im Mittelpunkt. Folgerichtig ist ihr Finale das Highlight zum Schluss. Dabei setzt sich der HC Kastel Feder aus Südtirol dank eines Doppelschlages in der letzten Spielminute mit 3:1 gegen die Reebok Select mit Ex-Nationalspieler Tobias Abstreiter durch. Ein lautstark bejubelter Triumph am Ende eines Turniers der absoluten Extraklasse. Super Turnier, super organisiert, super Stimmung, super Kulisse.
Danke, dass wir dabei sein. Jetzt haben wir es gewonnen. Nein, besser geht es nicht. Super. Deshalb möchte ich mich vom Rheinland Pflanz und beim DFB bedanken, dass sie uns eingeladen haben. Und jetzt können wir wieder das nächste wiederkommen, den Titel zu verteidigen. Das war wirklich super. Der Kampf um die goldene Schneeschaufel beim DEB Pondhockey Cup. Ein wirklich einzigartiges Erlebnis. Da ist das Ding. Not to do